Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir fangen an mit meinem Durchbruch. Latios Shiny wünsche ich mir. Hallo? Abholen? Hallo? Oder auch nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Hä? Okay, ich bin wieder da. Und? Kyogre schon wieder. Und nicht Shiny. So, kleiner Zeitsprung, Leute. Heute Morgen haben wir unser Kyogre abgeholt. Da war ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin wieder da. Und beim Friseur war ich auch noch schnell. Wir holen ab. Eine Pandya-Quest und eine Kokoboy-Quest. Kein Shiny Pandya. Und kein Shiny Kyogre. Kyogre. Kokoboy. Der ist gar nicht so schlecht, aber nicht 100. Irgendwas mit 90 ist 100. Ja, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Und dann geht's raus. Weiter Shiny Kyogre. Was habe ich mit dem Kyogre? Shiny Quasar jagen, Leute. Check das Video von gestern ab. Ich habe noch keinen bekommen. Spoiler, ich habe keinen bekommen. Erste Tour, 17, 18 Stück gemacht. Leider noch keinen, aber wir haben noch viele Tage vor uns. Ich werde noch nicht aufgeben. Oh Mann, nur 10 Bälle. 6 Bälle von besten Freunden fehlen. Immerhin, Team Gelb am meisten Schaden gemacht. Was sonst? Nicht shiny und schlecht. Nächstes Quasar. Schauen wir mal. Digga, gib ihn mir heute. Nein, Tick. 72. Ne, ich hatte gestern schon einen 80er. So viele Aufstiege. Nee. Hausenschau? Was war da los? Oder bringt das immer Tausendschau? Ne, vorhin habe ich 500 bekommen, oder? Ich weiß gar nicht mal mehr. Nächstes Quasar. Ich hab's nicht ganz genau erkannt, aber ich glaube, das war schlecht. 12 Hypertränke. Ja, 28 war schlecht. Nichts fallen lassen jetzt. Zopp! Wir fahren nicht weg. Obwohl das hier schon meine zweite Heimat ist, so oft wie ich wegfahre. Und wir schauen mal. Ist der Wii schon mal tot? Random Rate, bisschen nicht außerhalb, aber nicht unsere normale Raid-Route, unser Raid-Gebiet. Wir sind einfach hier reingegangen, die Gruppe war fast voll, 10, 12 Leute. Hab gesehen, 4, 5 Leute, mit denen ich befreundet bin, dachte ich mir, okay, ich bleib hier drin, mach Interaktion. Die Kollegen haben eine neue Gruppe gestartet, 21,60. Muss schauen, ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der einen. Hä? Wo ist die Interaktion jetzt hin? Auf jeden Fall nicht shiny. Wo sind die Leute hin? Nächste Raid, Lobby 20 voll. Ich weiß, wieso beim letzten Raid nichts angezeigt wurde. Das waren ja alles beste Freunde, da wird ja nichts mehr angezeigt. So, schauen wir mal. Hier direkt da hinten ist auch noch eine Pandya-Quest, aber die holen wir leider nicht, obwohl es so nah ist. Echt schade. Oder vielleicht doch, vielleicht kann ich die anderen überreden. So. Heute nur ein paar. Später Start. Keine 17 bis 20. Und 37, ja. Perfekter Shiny-Kandidat. So. Natürlich habe ich mir die Pandya-Quest geholt und leider nicht. Ach so, ich habe heute ein Shiny Elekid gebrütet. Moment. Für euch, einfach so random, hatte ich nicht aufgenommen. Jeden Tag ein Shiny, aber leider nicht das Richtige. Ich hatte schon einen, aber gutes Tauschmaterial. Und ich hatte heute auch einen Spezialtausch, habe ich euch das gezeigt? Ich glaube nicht. Shiny Lucky Meltan habe ich jetzt am Start.
renne ich hier nebenbei nochmal ein. Nichts Besonderes, schneller Tausch. Kollegin aus Untervögeln, die hatten den Tausch schon länger offen und heute war ich in der Arbeit und dann haben wir das halt mal gemacht. Nächste Raid, die anderen haben aufgehört, aber ich mache natürlich noch weiter. Solange es noch Leute gibt, die scharf auf Shining Rayquaza sind, bin ich am Start, Alter. 75. Alter, ohne beste Freund ist das so leidend. Oh, 49. Wenn jetzt ein 100er gekommen wäre. Wir sind wieder zu Hause, Leute. Es ist der nächste Morgen. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann läuft der C-Day. Ich hoffe, ihr hattet viel Glück, viel Erfolg, eine gute Ausbeute. Ich habe noch was Geiles ranbekommen. Das zeige ich euch gleich mal. Warte, Funddatum. Ich habe noch einen Shiny Funny bekommen. Einfach krass geöffnet ohne Kamera. Ich dachte mir, ja, jetzt kommt eh nichts mehr. Und bam, Shiny. Mein zweites, ein extra nochmal zum Tauschen. Ich denke, der ist sehr beliebt. Den kann ich auf jeden Fall gut loswerden. Aber die Jagd geht weiter. Noch einen dritten und vierten, wer weiß. Solange die in der Nähe immer sind. Und ja, das Video kommt noch, wo ich erzähle, wie ich die ganzen Panda-Quests finde. Aber es wurde auch noch ein kleines Event angekündigt. Auf unserer Raid-Tour. Geschenk-Event. Beginnt am 5. August. Das ist der Montag, glaube ich. Bei uns erst 22 Uhr, so wie immer. 2 Wochen lang, bis zum 19. August. Das Event klingt klein und so nebenbei Event, aber es hat schon große Ausmaße, große Effekte, Auswirkungen. So heißt es auf Deutsch. Direkt der erste Satz, Details. Alle Eier, die du während des Events aus Geschenken hältst, schlüpfen bereits nach 2 Kilometern. Ihr denkt euch, Digga Hong, ja und jetzt? Schaut euch den Zeitraum an. 5. August bis 19. August. Das fällt in den Zeitraum vom Staubbonus. Aber keine Sorge, Trainer, die Pokémon, die aus ihnen schlüpfen, sind die, die normalerweise in 7 Kilometer Eier noch finden. Offensichtlich die beliebtesten, das ist gut. Während des Events erhöht sich die Anzahl der Geschenke, die du täglich öffnen kannst, auf 30. Und 7 Kilometer Eier haben ja eigentlich ein Limit, weil so viele Geschenke kann man eigentlich pro Tag öffnen. Sowas ist sehr interessant für die ganzen Leute, die 200 Freunde haben. Kleiner netter Bonus, da kann man jetzt auch mal ein paar extra Freunde, mit denen man normalerweise dann am Ende des Tages keine Kapazität mehr hat, um mit denen zu interagieren. So ein paar Freunde, die man irgendwo in die Ecke gestellt hat und mit denen man gar nicht mehr spielt. Man kann dann 20 Geschenke im Beutel haben. Ich weiß nicht, ob es so einen großen Unterschied macht, weil ich verschicke eigentlich immer, wenn ich kann. Also sammelt sich bei mir fast eh nie auf 10. Und wenn ich 10 habe, dann verschicke ich halt und dann sammle ich halt weiter. Und Shiny Mobile kommt. Aber wie gesagt, wir können gerade eine Menge brüten. Das Einzige, was ich mich frage, ist, die verhalten sich wie 2 Kilometer Eier. Was mit dem Staub, das aus den Eiern kommt? Ist es dann 2 Kilometer Eierstaub oder ist es 7 Kilometer Eierstaub? Wahrscheinlich 2 Kilometer Eierstaub. Das ist alles 2 Kilometer, nur mit dem Inhalt von 7ern. Was ein bisschen leidend ist, war... Puh, wobei, weiß nicht. Man kann halt mega viel brüten, aber... Also ich hatte ja vor, alle meine Superinkubatoren zu verwenden, aber... Also meine ganzen Superinkubatoren für 2er verbrauchen... Ja, das wird heftig. Das wird auf jeden Fall heftig. Da wird, glaube ich, so unglaublich viel gebrütet. Aber wir werden sehen. Gucken wir mal zum Event. Und in die Kommentare. Und wie es mit Rayquaza am zweiten Tag für euch lief. Ich habe immer noch keinen. Mal schauen, ob ich es am dritten Tag heute schaffe. Ich meine, heute ist C-Day. Da gehen sich nicht so viele Raids aus, aber ich werde es weiter versuchen. Euch viel Glück, viel Erfolg. Und das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.